OKIDS geht auf das langjährige Bemühen der Kinderärzte zurück, weil wir erkannt haben oder lange schon damit befasst sind, dass wir zu wenig Medikamente in den einzelnen Indikationsbereichen zur Verfügung haben. Aus dieser Motivation heraus haben wir über viele Jahre Gespräche gesucht mit dem Gesundheitsministerium und mit der Pharmaindustrie, die ja letzt verantwortlich ist im Zulassungsbereich. Also das geht nur gemeinsam, ist OKIDS eigentlich als Kinderforschungsnetzwerk manifest geworden. Chronisch progredient heißt ja voranschreitende Erkrankung, also eine lebenslange voranschreitende Erkrankung. Und so ist es, dass bei vielen diesen Erkrankungen die Symptome zunächst sehr milde sind, oftmals auch noch nicht erkannt werden können und im weiteren Verlauf die Symptome stärker werden und die Organe zum Teil vollständig ihre Funktion verlieren. Das Erste, was man mir gesagt hat, ist, dass das eine unheilbare Krankheit ist, dass es keine Medikamente gibt, weder für MPS4, was die Maria hat, noch für andere MPS-Formen. Bei seltenen Erkrankungen, wo es oft keine Therapie oder zumindest keine kausale Therapie gibt, sind klinische Studien oft die einzige Möglichkeit, Patienten wirksame Therapien zukommen zu lassen. Alle Medikamente, bevor sie überhaupt am Menschen angewendet werden, werden sehr genau untersucht auf Wirkungen oder auf Nebenwirkungen und all diese Informationen wird sehr genau analysiert, um einen Plan zu haben, wie die Anwendung am Menschen stattfindet. Es sind Forschungen gelaufen, also Studien gelaufen, betreffend dieser Enzymersatztherapie auf der Universitätsklinik in Mainz in Deutschland, leider nicht in Österreich. Der Zugang zur Therapie ist eigentlich sehr schwierig, weil wir in Österreich auch wenig klinische Studien haben. Also die einzige Möglichkeit für uns, in eine Studie zu kommen, war ins Ausland zu gehen. Für mich war es eine große Chance und eigentlich habe ich schon immer gesagt, wenn es einmal was gibt, dann will ich auf jeden Fall bei der Studie teilnehmen, egal was ich dafür tun muss. In meinem Fall war es halt London. Das war so anstrengend, aber wir haben es geschafft. In allererster Linie war der Weg geprägt von der Tatsache, dass er zahlreiche Operationen benötigt hat. Dann war ich in Mainz eben bei der Studie, wo ich dann nicht teilgenommen habe, weil das nicht möglich war, einfach so oft immer nach Deutschland zu fliegen. Und dann zum Glück ist es halt nach Österreich gekommen, die Studie bzw. das Medikament. Richtige Notfälle haben wir nicht erlebt. Reaktionen natürlich schon, aber die sind eigentlich sehr, sehr gut verlaufen. Ja, ich habe von Anfang an gleich gemerkt, dass mir hilft. Ich habe in der dritten oder vierten Woche bin ich gleich einmal ziemlich krank geworden mit einer leichten Lungenentzündung. Und dann habe ich gesagt, da muss was drin sein, weil ich war noch nie so krank. Aber es ist dann auch wieder schnell vergangen. Also es hat schon passt. Ich habe von Anfang an gewusst, ich werde dadurch nicht gesund werden. Ich habe aber mir erwartet, dass einfach die Krankheit nicht mehr schlimmer wird. Es ist ja eine fortschreitende Krankheit. Ich habe gewusst, dass durch das wird das ein bisschen aufgehalten, zumindest langsamer. Aber dass ich mich dadurch auch verbessert habe, mit dem haben wir alle nicht gerechnet. Es ist also gerade für Patienten mit seltenen Krankheiten eine sehr vielversprechende Option, durch klinische Studien Therapien zu bekommen. Es ist natürlich wichtig, dass viele mitmachen auch bei der Studie, weil je größer die Anzahl der Getesteten ist, umso genauer wird auch das Studienergebnis, umso mehr kann man dann auch einschätzen, wie es verlaufen wird und so. Nur dann, wenn sich jemand für Studien zur Verfügung stellt, gibt es irgendwann eine Zulassung und dann profitieren alle davon. Eigentlich sollten Kinder genauso wie Erwachsene die Möglichkeit haben, Medikamente zu bekommen, die in Studien ordentlich getestet sind und die eben möglicherweise sehr oft nur für Erwachsene getestet sind, aber nicht für die entsprechende Altersgruppe, wo sie dann verabreicht werden. Und deswegen, glaube ich, ist das sehr wichtig, dass immer mehr Arzneimittelstudien bei Kindern auch organisiert und gemacht werden und wir auch die Patienten einschließen können in diese Studien. Unsere Aufgabe als OKIDS ist, Eltern zu informieren,
dass sie verstehen, warum wir sie einladen. Es ist aber auch unsere Aufgabe, unsere Kollegen zu informieren und einzuladen. Wir sind auch im europäischen Netzwerk der Netzwerke von Embrema als ein Vollmitglied der Kategorie 1, was Österreich speziell als Standort für die Pharmaindustrie ganz viel Sichtbarkeit auch geben wird. Und wir damit auch hoffen, dass wir entsprechende Studien für unsere Kinder sozusagen auch hier nach Österreich holen können. Es ist wirklich ein ganz spezielles Commitment, das wir auch den Kollegen und den Studienteams abverlangen. Und ich wünsche mir, dass wir gemeinsam in der Sache uns so im Schulterschluss zusammenstellen, dass wir auch so Hürden und auch eine zusätzliche Mühsal, die natürlich auch damit verbunden ist, tatsächlich auf uns nehmen, um hier diesen Schritt in die Zukunft gehen zu können, und zwar gemeinsam. Musik.